Flatfahrt ist hier jetzt angesagt. Ob Tram, Bus, Auto oder Leihrad, mit diesem Ticket ist das in Augsburg nun möglich. Unter dem Motto, einmal zahlen, alles fahren. Ja, alle reden über Luftreinhaltung und den ÖPNV stärken. Und dazu brauchen wir einfache Konzepte, einfache Angebote, die attraktiv sind, die die Menschen dazu bewegen, aufs eigene Auto zu verzichten und auf den Nahverkehr zu wechseln. Die sogenannte Mobilflat wird in zwei verschiedenen Paketen für das gesamte Stadtgebiet angeboten. Alles ist inklusive. Beim Carsharing gibt es allerdings ein Limit. Für insgesamt 79 Euro pro Monat sind 15 Stunden oder 150 Kilometer inbegriffen. Wer mehr Auto fahren will, muss tiefer in die Tasche greifen. 30 Stunden und unbegrenzte Kilometer gibt es für 109 Euro im Monat. Es ist schon relativ teuer, also würde ich mal sagen. Naja, dadurch, dass ja auch Carsharing dabei ist, ist es wahrscheinlich schon gerechtfertigt. Könnte man in anderen Städten auch machen. Wir kommen aus der Nürnberger Ecke. Wäre sicherlich auch eine Sache, die da gut ankommen könnte. Städte wie Bonn und Reutlingen testen bereits ein eigenes Sparmodell. Mit 365 Euro für ein Jahresticket ist es deutlich günstiger. Aber es gilt nur für Bahn und Bus. Das Einbeziehen von Leihfahrradsystemen und Carsharing ist natürlich wichtig. Das bringt aber vom Masseneffekt natürlich nicht so viel wie der Ausbau von Bussen und Bahnen. Trotzdem ist es wichtig, dass wir das machen. Da ist Deutschland deswegen problematisch aufgestellt, weil wir ja hunderte von verschiedenen Carsharing-Unternehmen haben. Ein Problem, das in Augsburg nicht ins Gewicht fällt. Denn hier betreibt die Stadt Carsharing selbst.